In dieser Übung geht es darum, Konzentration aufzubauen und das eigenständige Denken zu aktivieren. Dazu verinnerlichen wir einen Inhalt und geben ihn dann rückwärts aus der Erinnerung wieder. Ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte, die wir nachher rückwärts durchgehen. Nasruddin war bei einer vornehmen Gesellschaft zu Gast. Dort saß er mit Doktoren, Bankdirektoren und Professoren an einem Tisch und wartete auf das Essen, welches aufgetragen werden sollte. Alle waren sehr gebildet und jeder versuchte zu zeigen, wie hoch seine Bildung war. Sie sprachen über Planeten, ferne Sternenwelten, über Meeresbiologie, über Religion, aber auch über die neuesten Bücher und über die Musik. Da wurde Nasruddin vom Tischnachbar gefragt, welche Musik er denn am liebsten hören würde. Darauf antwortete Nasruddin, das Klappern von Tellern und vollen Schüsseln kurz vor dem Essen ist in meinen Ohren die schönste Musik. Wie können Sie sich so eine Geschichte am besten merken? Lesen Sie einen Satz. Nasruddin war bei einer vornehmen Gesellschaft zu Gast. Unterbrechen Sie und stellen Sie sich den Inhalt nochmals bildlich, verbal oder begrifflich vor. Wenn es geht, achten Sie dabei auf das Gefühl, das sich bildet. Gehen Sie zum nächsten Satz. Dort saß er mit Doktoren, Bankdirektoren und Professoren an einem Tisch und wartete auf das Essen. Wiederholen Sie den Ablauf und gehen Sie so Satz für Satz durch die ganze Geschichte. Dann legen Sie den Text weg. Erinnern Sie jetzt die letzte Aussage der Geschichte. Wenn es geht, verbinden Sie sich so damit, dass auch das Gefühl wieder präsent ist. Lassen Sie sich vom Bild, Wort oder Begriff zur vorletzten Aussage führen und gehen Sie so weiter, bis Sie am Anfang angelangt sind. Die schönste Musik ist das Klappern von vollen Schüsseln und Tellern kurz vor dem Essen, antwortete Nasruddin, als der Tischnachbar ihn fragte, welche Musik er am meisten liebe. Die Gesellschaft saß am Tisch und sprach über Musik, über die neuesten Bücher, über Meeresbiologie, über Religion, über Sternenwelten und über Planeten. Und jeder versuchte zu zeigen, wie gebildet er war. Nasruddin saß nämlich mit Professoren, Bankdirektoren und Ärzten an einem Tisch. Und die Gesellschaft wartete auf das Essen, das aufgetragen werden sollte. Das ist die Geschichte von Nasruddins Lieblingsmusik. Fühlen Sie mit der Geschichte mit. Beobachten Sie, wie sich das Vorwärtsdenken anfühlt und das Rückwärtsdenken anfühlt. Wenn Sie Lust haben, können Sie die Geschichte am anderen Tag aufgreifen. Was ist Ihnen vom normalen Ablauf noch im Gedächtnis geblieben? Können Sie die Geschichte auch jetzt wieder rückwärts durchdenken? Diese Technik des Merkens und Wiedererinnerns können Sie auch auf andere Inhalte anwenden. Prägen Sie sich eine Liste von Daten rückwärts ein, zum Beispiel die 10 höchsten Berge Ihres Landes. Lesen Sie einen Zeitungsartikel und vergegenwärtigen Sie sich rückwärts das Wesentliche. Was ist Ihnen geblieben? Oder lesen Sie eine lange Geschichte oder ein Buch und halten Sie das Wesentliche in einigen Stichworten fest. Wie lange geht es, bis Sie die Geschichte auswendig rückwärts erzählen können. Schauen Sie einen Film und machen Sie ein Spiel daraus, den Inhalt am Ende nochmals rückwärts durchzugehen. Ergibt sich ein roter Faden? Oder machen Sie es sich zur Gewohnheit, am Abend die Ereignisse des Tages noch einmal rückwärts durchzugehen? Bei dieser Übung lernen Sie, einen Inhalt konzentriert lesen, ihn aktiv bildlich, verbal oder begrifflich in sich neu zu bilden, sich der dabei entstehenden Gefühle bewusst werden, loslassen, um dann wieder an die Gefühle und Bilder anzuknüpfen.
Wenn Sie das üben, werden Sie merken, dass Sie einen Boden schaffen, wo Ihr Denken eigenständig und frei die Inhalte verknüpfen kann. Sie können eine Geschichte aus persönlichem Abstand betrachten und doch eine intensiv seelische, gedankliche Verbindung dazu haben. Das war die dritte Übung aus einer Reihe von 7 Sequenzen mit je einer praktischen Alltagsübung und einer ergänzenden eurythmischen Übung. Die eurythmische Übung zeigen wir Ihnen in einem separaten Video. Eignen Sie sich, wenn möglich, zuerst die eurythmische Übung an und machen Sie sie täglich parallel zu der hier vorgeschlagenen Alltagsübung. Führen Sie diese Übungen 1 bis 2 Wochen durch und wechseln Sie dann zur nächsten Sequenz. Mit diesen Übungen entwickeln Sie Präsenz beim alltäglichen Tun. Es entsteht Freude, Interesse und Engagement, sogar für die alltäglichen Dinge.